Hallo, hallo. Hallo. Ein Traum geht in Erfüllung. Drei Behinderte im Puff. Endlich zum ersten Mal Sex. Es hierher zu schaffen, war nicht einfach. Ein Abenteuertrip in ein spanisches Bordell, auch für Behinderte. Kaum zu glauben, das Roadmovie Hasta la Vista erzählt eine wahre Geschichte. Und er hat sie erlebt. Asta Philpott aus Leeds, der durch eine seltene, angeborene Gelenksteife weder Arme noch Beine bewegen kann. Hiya, can you tell me if my taxi's on its way, please? Sein Körper ist bewegungsunfähig, aber nicht gefühllos. Für den 30-Jährigen ist Sex kein Tabu. Es ist schwer, mit Vorurteilen aufzuräumen. Schon das Wort behindert schreckt ab. Behindert klingt so abturnend, aber bei mir funktioniert alles. Und ich bin angeturnt. Der Wunsch nach Sex, wer bespricht sowas schon gern mit seinen Eltern? Die meisten Eltern von Behinderten haben keine Ahnung, dass ihr Kind überhaupt erotische Wünsche hat. Asta aber hat Glück. Mutter und Vater unterstützen ihn. Es war einfach richtig. Wir mussten es tun. Man steht doch zu seinen Kindern, egal wie und was sie sind. Es gibt Tausende von Behinderten, die zu Hause wie eingesperrt sind. Das wollten wir auf keinen Fall für unseren Sohn. Stimmt's? Im Internet sucht Asta nach Gleichgesinnten. Nach behinderten Männern, die in einem Bordell sexuelle Erfahrungen sammeln wollen. Spanien ist das Ziel, weil Prostitution in England verboten ist. Aber Asta stößt auf wenig Begeisterung. The reaction was bad because es kamen krasse Reaktionen. Behinderte begeben sich oft in so eine Art Opferrolle. Aus einem Forum flog ich sogar raus, weil sie sagten, das geht gar nicht, das sind Behinderte. Da kannst du doch nicht über Sex reden. Zwei Jungs hat Asta dann doch gefunden. Mit ihnen zog er, gut gerüstet mit Kondomen, aus nach Spanien. Ein Filmteam war auch dabei. Dieser Dokumentarfilm war das Vorbild für Hasta la Vista. Im Spielfilm geht es nicht nur um Sexualität, sondern auch um Freundschaft und die Sehnsucht nach Unabhängigkeit. Ja, super. Meine Eltern sind dran. Ihr sollt sie aus dem Fenster werfen. Hast du eine Ahnung, wie teuer das war? Willst du jetzt frei sein oder nicht? Totale Freiheit, Lars. Na komm, Josef. Mach schnell. Also raus aus dem Überbehütetsein und rein ins Bordell. Asta ist klar, das ist ein Notbehelf für eine echte Partnerin. Aber lieber zahlen, als niemals im Leben Sex haben. Als ich zum ersten Mal in den Club ging, habe ich mir fast in die Hosen gemacht. So nervös war ich. Die Mädchen umschwärmten mich wie Bienen den Honig. Klar, manche Leute sagen, das ist doch nicht echt, die werden dafür bezahlt. Aber für mich war es trotzdem ein wichtiges Erlebnis. Kann ich mit rein und meinen Sohn aufs Bett legen? Klar, kein Problem. Viel Spaß. Astas Eltern haben ihrem Sohn zu viel mehr verholfen als nur zu Sex. Es war unbeschreiblich. Es hat mein Leben verändert. Und ich bereue keine Minute. Seit kurzem hat Asta eine junge Assistentin. Und durch seine Erfahrungen auch mehr Selbstbewusstsein. Alex ist nicht Astas Freundin, aber nach seinen Erlebnissen in Spanien sucht er aktiv nach einer. Heute ist Asta Motivationsredner, kämpft gegen Vorurteile gegenüber Behinderten. Die Bordellbesuche waren eine Befreiung. Hin will er da nicht mehr. Jetzt, wo ich es gemacht habe, weiß ich, dass ich es kann. Jetzt wünsche ich mir eine Beziehung, eine Partnerin.
Eine, die mich so liebt, wie ich bin. Der Film Hasta la Vista und noch mehr Astas befreiende Selbstverständlichkeit, sie machen Mut und gute Laune. Hey Claude, der Himmel, du hattest recht. Es ist ein 1000-Sterne-Hotel. Ist das cool.